Lauf, lauf, so schnell du kannst. Keiner kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann ist so lange gelaufen, dass die Jahreszeit zum Winter geworden war. Und es war Weihnachtszeit. Ein riesiger, glitzernder Weihnachtsbaum ist mitten in der Stadt aufgestellt worden. Das ist meine Lieblingszeit im Jahr, der Weihnachtstag. Der Lebkuchenmann rannte zwischen den Geschenkpaketen, die unter dem Baum lagen, hin und her und sah eine kleine Bäckerei vor sich. Als er sich der Bäckerei näherte, war er fassungslos, denn im Fenster stand ein Lebkuchenmädchen frisch aus dem Ofen. Damals verliebte sich der Lebkuchenmann in das Lebkuchenmädchen. Oh, was für ein schönes Lebkuchenmädchen! Und diese Augen! Als ein kleiner Junge in der Bäckerei das Lebkuchenmädchen kaufen wollte, konnte der Lebkuchenmann nicht anders, als zu versuchen, ihn zu stoppen. Also begann er wieder zu rennen. Der Bäcker wollte das Lebkuchenmädchen in eine Papiertüte stecken und sie dem Kind geben. Als der Lebkuchenmann hereinkam, nahm er die Schaufel des Bäckers. Na, was machst du da? Lass mich in Ruhe. Als der Lebkuchenmann die Schaufel des Bäckers auf die mit Mehl gefüllte Theke knallte, waren das Gesicht des Bäckers und des Kindes voller Mehl. In diesem Moment fiel das Lebkuchenmädchen auf den Tresen. Der Junge wollte dieses fangen, aber der Lebkuchenmann sprang so stark, dass er das Mädchen erwischte und auf den Kopf des Jungen und von dort auf den Boden sprang. Der Lebkuchenmann und das Mädchen rannten also zusammen los. Mein Lebkuchen ist weg. Mein Lebkuchen ist weggelaufen. Die Schaufel des Bäckers wartete nicht und ging ihnen nach. Ich krieg dich schon. Komm her. Lauf, lauf, lauf so schnell du kannst, Bäckerschippe. Aber du kannst uns nicht einholen, denn wir sind die Lebkuchenmännchen. Bei diesem kalten Wetter mit flockigem Schnee liefen der Lebkuchenmann und das Mädchen voraus und die Schaufel des Bäckers hinterher. Und in diesem Moment bemerkte sie ein Teddybär auf dem Schoß eines Kindes. Oh, diese köstlichen Lebkuchen. Oh, halt dich fest, ich fang dich auf. Uhu! Lauf, lauf so schnell du kannst, Teddybär. Eine Bäckerschaufel versucht schon, uns zu fangen. Aber du kannst es auch nicht schaffen, denn wir sind die Lebkuchen. Während eine Bäckerschaufel und ein Teddybär dem Lebkuchenmann und dem Mädchen hinterherjagten, nahm ein Schneemann mit rundem Kopf ihre Spur auf. Lauf, lauf, so schnell du kannst, Schneemann. Eine Bäckerschaufel und ein Teddybär versuchen schon, uns zu fangen. Aber ihr könnt uns nicht fangen, denn wir sind die Lebkuchen. Die beiden Lebkuchen ganz vorn, dann die Schaufel des Bäckers, der Teddybär und der Schneemann ganz hinten eilten zum Weihnachtsbaum. In diesem Moment kamen sie an einer alten Frau vorbei, die Süßigkeiten verkaufte. Als eine der Süßigkeiten auf der Theke der Frau zwei Lebkuchen vorbeigehen sah, folgte sie ihnen auch. Ich würde lieber das Lebkuchenmädchen essen. Wartet auf mich, ich komme! Dann lauf, lauf so schnell du kannst, Zuckerstange. Eine Bäckerschaufel, ein Teddybär und ein Schneemann versuchen es schon, uns zu fangen. Aber ihr könnt uns nicht fangen, weil wir sind die... Lebkuchen! Die Schaufel des Bäckers, der Teddybär, der Schneemann, die Zuckerstange folgten immer noch den beiden Lebkuchen. Doch in diesem Moment fuhr ein großer Schneeflug über den Lebkuchenmann und das Mädchen. Uah, ein Schneeflug! Pass auf, mein Pfefferkuchen! Die Schaufel des Schneeflugs schaufelte den Schnee so tief, dass der Lebkuchenmann und das Mädchen auch in den Schnee fielen.
Die Schaufel des Bäckers, der Teddybär, der Schneemann und die Zuckerstange waren sehr überrascht, als sie plötzlich verschwanden. Ein heller Stern in der Spitze des Weihnachtsbaums sah den Lebkuchenmann und das Lebkuchenmädchen in kurzer Zeit unter dem Schnee hervorkommen. Hey! Hey, ihr zwei Lebkuchen! Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe. Ich kann euch retten, wenn ihr wollt. Aber was ist, wenn du uns auffrisst? Keine Sorge, mein Magen ist schon voll. Ich sage lieber nicht, dass ich Hunger habe. Der helle Stern beugte die Spitze des Weihnachtsbaums in Richtung der Schaufel des Autos. Also sprangen der Lebkuchenmann und das Lebkuchenmädchen hinein und klammerten sich an die Arme des Sterns. So hoch! Oh, ist das kalt! Als die Bäckerschaufel, der Teddybär, der Schneemann und die Zuckerstange sahen, dass die Lebkuchen auf der Spitze des großen Weihnachtsbaums waren, gaben sie die Jagd nach ihnen auf. Wir können die Spitze des Weihnachtsbaumes nie erreichen. Es wurde immer kälter und kälter. Der Lebkuchenmann und das Lebkuchenmädchen saßen zitternd auf der Spitze des Weihnachtsbaums. Du siehst so kalt aus. Ich kann dich aufwärmen, wenn du willst. Wirklich? Aber wie? Das Innere meines Mundes ist so warm. Was? Nein, friss uns nicht! Der helle Stern wollte gerade den Lebkuchenmann und das Mädchen fressen, als der Weihnachtsmann und die Rentiere am Himmel erschienen. Santa? Santa! Hey! Der Lebkuchenmann und das Lebkuchenmädchen sprangen in den Schlitten vom Weihnachtsmann. Obwohl der helle Stern versuchte, mit seinen Armen zu greifen, konnte er sie nicht aufhalten. Die Lebkuchen waren überglücklich, als sie im Schlitten schwebend ihr Leben retten konnten. Flieg so schnell du kannst! Selbst eine Bäckerschaufel, ein Teddybär, ein Schneemann, eine Zuckerstange und ein heller Stern können uns nicht einholen! Weil wir die Lebkuchen sind! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Wald. Es war ein kleiner Frosch namens Tiddalik. Tiddalik liebte es, bei sonnigem Wetter zu spielen. Er traf einige seiner Freunde am See und sprang mit ihnen auf die Lotusblüten. Quack! 8, 9 und 10. Ich hab gewonnen. Ich hab's bis zum 10er geschafft. Ich hab gewonnen. Bravo, Tiddalik, du hast es geschafft. Quack. Dieses Springspiel der Froschfreunde machte sie sehr müde und deshalb waren sie sehr durstig. Trinken wir etwas Wasser. Quack! Die drei Froschfreunde trafen sich auf einem großen Blatt und begannen Wasser zu trinken. Tiddalik trank so schnell, dass die anderen Frösche ihn warnten. Tiddalik, langsam, sonst bläht sich dein Bauch auf. Quack! Aber ich bin sehr durstig. Ich möchte noch mehr trinken. Ich glaube, wir sollten ihn aufhalten. Quack! Nach einer Weile blieb Tiddalik, dessen Bauch mit Wasser angeschwollen war, plötzlich stehen. Denn im See gab es nicht einmal mehr einen Tropfen Wasser zum Trinken. Hä? Hier war doch gerade noch jede Menge Wasser. Wo ist es hin? Quack. Weil du alles getrunken hast, Tiddalik. Quack. Was? Okay, aber ich fühle mich, als hätte ich gar kein Wasser getrunken. Quack. Wie kann es sein, dass du immer noch mehr Wasser trinken willst? Quack. Wo kann ich noch mehr Wasser finden in diesem Wald?
Sag's mir. Schnell. Quack. 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 Unter diesen riesigen Bäumen gibt es einen Bach. Ach, warum sagst du das? Was ist, wenn er jetzt den Bach austrocknet? Quack. Tedalek hüpfte mit geschwollenem Bauch von seinen Freunden weg. Die Froschfreunde, die sich verwundert umsahen, gingen sofort zu dem Riesennilpferd, um es zu informieren. Zu dieser Zeit ruhte sich das Riesennilpferd unter einem Baum aus. Und sein Assistent, der Fuchs, hielt direkt vor ihm Wache. Quack! Hallo, Fuchs! Wir müssen dringend mit dem großen Nilpferd sprechen. Es befindet sich gerade in einem tiefen Schlaf. Du wächst ihn besser auf. Es ist sehr wichtig. Na, was könnt ihr schon wollen, was wichtiger ist als der Schlaf des Nilpferds, kleine Frösche? Fuchs, beeil dich, Quark. Sonst haben wir bald keinen Tropfen Wasser mehr zum Trinken oder zum Waschen, Quark. Als der Fuchs die Angst und die Dringlichkeit des Frosches sah, weckte er das Riesennilpferd auf. Das Nilpferd öffnete seine Augen weit und beugte sich über die beiden Froschfreunde. Die Frösche erzählten, was passiert war, und dann sprangen sie dem Riesennilpferd auf den Kopf und machten sich auf die Suche nach Tedalek. Wenn wir kein Wasser mehr haben, dann wäre das wirklich eine Katastrophe für alle Dschungeltiere. In diesem Moment erreichte der aufgedunsene Tedalek den Bach. Hier ist das Wasser. So lecker, Quack. Das Kaninchen, das den Frosch Tedalek am Bach trinken sah, wollte an den Rand kommen und Wasser trinken. Aber der Frosch warnte es. Hey Kaninchen, das ganze Wasser hier gehört mir. Geh und trink woanders. Aber hier gibt es doch sonst kein Wasser. Sogar der See ist ausgetrocknet. Der Frosch hat das ganze Wasser aus dem Bach getrunken, ohne auf das zu hören, was der Hase gesagt hat. Jetzt hat er einen noch größeren Bauch als zuvor. Wo kann ich hier noch mehr Wasser finden, hä? Die Augen des Kaninchens weiteten sich vor Überraschung. Du hast das Wasser des Baches ausgetrunken, bevor ich einen Schluck nehmen konnte, und du willst immer noch Wasser trinken? Klar. Ich hab den See getrunken. Ich hab den Bach getrunken. Ich werde das ganze Wasser trinken. Quack, quack, quack. Tedalek suchte weiter nach Wasser im Wald. Und sein dicker Bauch wurde von Schluck zu Schluck größer. Wo immer er eine kleine Pfütze sah, begann er zu trinken und zu trinken. Die Bewohner des Waldes waren sehr überrascht, als sie den ausgetrockneten See und den Bach sahen, der nicht mehr floss. Auch eine Eule konnte kein Wasser finden. Noch eine Gazelle. Schließlich sahen das Riesennilpferd und seine kleinen Froschfreunde das traurige Kaninchen am Bach stehen. Hast du hier einen Frosch gesehen, der gierig nach Wasser ist, Kaninchen? Ja, ja, er ist da lang gegangen. Er trinkt sogar kleine Pfützen, die durch Regen entstanden sind. Das riesige Nilpferd sprintete mit aller Kraft und folgte Tedaleks Spur. Und andere Waldtiere folgten ihm. Der Frosch Tedalek war gerade dabei, die letzte Pfütze zu trinken, die er gefunden hatte, als das Nilpferd und die dehydrierten Waldbewohner vor ihm erschienen. Tedalek, stopp! Du hast das ganze Wasser des Waldes getrunken und uns kein Wasser übergelassen. Du musst das Wasser des Sees und des Baches zurückgeben. Deine Froschfreunde sagen die Wahrheit. Ein riesiges Nilpferd wie ich und der kleine Vogel, den du da siehst, brauchen auch Wasser zum Trinken, Tedalek. Auch Pflanzen, Bäume und Insekten brauchen Wasser. Bitte öffne deinen Mund und gib uns Wasser zurück, das du in deinen Magen gefüllt hast.
Obwohl die Bewohner des Waldes Tedalik, dessen Bauch voller Wasser war, anflehten, wollte er das Wasser, das er getrunken hatte, nicht zurückgeben. Aber was sollen wir nur tun? Wenn wir ihn zum Lachen bringen, kann er nicht länger zurückhalten und gibt das ganze Wasser zurück. Ja, tolle Idee. Außerdem liebt Tedalik es zu lachen. Das Kaninchen holte einen Hut hervor und begann, den Frosch zu unterhalten. Obwohl Tedalik das Kaninchen lustig fand, konnte er sich beherrschen, nicht zu lachen. Diesmal war der Panda auf der Bühne. Er begann so lustig zu tanzen, dass alle im Wald über ihn lachten. Aber Tedalik lachte auch nicht über den Tanz des Pandas. Dann begann das kleine Eichhörnchen schnell ein Bild zu malen. Die Waldbewohner begannen in Erwartung zu warten. Alle lachten, als das Eichhörnchen ihm das Bild zeigte, das es gemacht hatte. Aber Tedalik tat es nicht. Am Ende war das Riesennilpferd nicht auf der Bühne, um sie zum Lachen zu bringen, sondern aus Wut. Jetzt bin ich richtig wütend, Tedalik. Das riesige Nilpferd fing an, mit seinem riesigen Körper zu hüpfen und nervös zu grunzen, wie ein Frosch. Alle Tiere lachten, denn das, was das Nilpferd tat, sah lustig aus. Schließlich konnte der Frosch Tedalik es nicht mehr aushalten und begann, wie die ganzen anderen Tiere, über das Nilpferd zu lachen. Als er den Mund öffnete, sprudelte das ganze Wasser, das er getrunken hatte, überall heraus. Der See kehrte in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Der Bach begann wieder zu fließen und sogar kleine Pfützen haben endlich ihren Platz eingenommen. Als Tedalik lachte, schrumpfte sein Bauch. Er hat wieder seine alte, niedliche Form. Gut gemacht, Tedalik. Du hast uns Waldbewohner nicht durstig zurückgelassen. Du hast keinen dicken Bauch mehr. Du kannst leicht auf Lotusblätter springen. Oh, ich hatte einen Riesenbauch. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Quack. Wenn du nächstes Mal Durst hast, denkst du an andere. Nicht nur an dich, Tedalik. Alle im Wald brauchen Wasser, genau wie du. Ich zum Beispiel muss jetzt duschen gehen. Ihr habt recht, meine Freunde. Die Waldbewohner waren sehr froh, wieder Wasser zu haben, denn Wasser ist der wertvollste Teil des Waldes.